Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 5, der Dennis spielt das hier auf dem PC. Ja, auf welcher Strecke befinden wir uns denn hier? Ich glaube, ihr habt es vielleicht schon erkannt. Ja, richtig, wir sind hier am Leipziger Hauptbahnhof auf der Strecke Rapid Transit. Und ich habe ja kürzlich in der Community eine Abstimmung gepostet, welchen Mehrteile ihr sehen wollt, welches Fortsetzungsszenario ich spielen soll, und es hat sich knapp durchgesetzt: Leipzig-Essen. Und genau das werden wir heute in Angriff nehmen. Ich habe das ein wenig anders gemacht als angegeben. Ich habe nicht den ICE und den IC 2156 genommen, sondern den IC 2044 und den also den IC 2044 und den ICE 944. Damit werden wir nach Essen fahren, und wir werden im ersten Anlauf oder in der ersten Phase mit dem IC 2044 von der Leipzig Hauptbahnhof bzw. Leipzig Hauptbahnhof Tief bis nach Dessau Hauptbahnhof fahren, und ja, habe soweit schon alles vorbereitet und können uns eigentlich jetzt so langsam aber sicher dann auch zu unserem Zug begeben. Und ja, die Fahrgäste sind mittlerweile, glaube ich, eingestiegen. Route ist gelegt, Zug ist aufgerüstet, sodass wir eigentlich loslegen können. Genau, da steht unser Zug, und wir werden jetzt hier mal geschmeidig über die Rolltreppe uns zu unserem Zug begeben und uns dann, wie gesagt, auch gleich auf den Weg machen. Die Sonne geht auf, es ist gleich 7 Uhr. Ja, wir haben, wie gesagt, Ausfahrt und werden das Ganze dann jetzt gleich auch in Angriff nehmen. Und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Mehrteiler, zu diesem neuen Fortsetzungsszenario. Und ja, habt viel Spaß beim Schauen, und ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Zeit dabei. Euer Dedenny Spieters. So, gehen wir es an. Das heißt, wir können die Türen eigentlich schließen. Schließvorgang eingeleitet. Das ist entriegelt. Gut, dann können wir die Bremsen lösen. Ich habe heute mal den Störungsfaktor inaktiv gemacht, damit wir einfach mal ein bisschen Ruhe beim Fahren haben und nicht das Szenario wieder unnötigerweise abbrechen müssen. Genau. Haben fürs erste Mal 80, können uns auch befreien dementsprechend. Dann können wir die Wachsamkeitstaste drücken, das heißt, wir haben doch nur 40. Ihr seht es da, Geschwindigkeitsbegrenzung 45, das heißt, wir müssen bleiben geschmeidig bei 40. Ist natürlich klar, weil wir hier natürlich erstmal aus dem Tunnel und so weiter fahren müssen und hier noch voll in dem Bahnhofsbereich sind. Deswegen haben wir hier eine verminderte Ausfahrgeschwindigkeit. Wir könnten hier noch ganz kurz die Zugnummer eingeben. Das habe ich ganz in Eile ganz vergessen. Dann machen wir das mal eben. Und zwar fahren wir heute den Zug 2044. Drücken E und drücken das Ganze anmelden. Und dann werden wir auch angemeldet. Zack. IC 2044. Wunderschön. Dann haben wir das auch. Oh, wir werden ein bisschen langsam, wenn wir hier berghoch fahren. Da müssen wir mal ein bisschen was dagegen tun, sonst bleiben wir gleich stehen. So langsam wollen wir dann auch nicht werden. Wir haben auch mittlerweile eine höhere Geschwindigkeitsbegrenzung von 85. Das heißt, wir können auch ruhig. Ne, wir haben gelbes Vorsignal, dann bleiben wir bei 40. Wahrscheinlich gleich doch irgendwo rot noch zu erwarten. So, jetzt fahren wir hier raus aus dem Tunnel. Hier ist der Leipziger Hauptbahnhof. Also der fiktive hier noch im Spiel. Ist ja leider noch nicht ausgebaut. So, hier werden wir wahrscheinlich quittieren dürfen, genau. Ach du, das vergesse ich immer mit den Schlussleuchten, mit den Leuchten hier, den Zugspitzensignalen.
So, fahren wir mal 80, obwohl wir da, ja, wir haben rotes Hauptsignal. Dann können wir eigentlich schon wieder abschalten. Scheiße, Wasserkreistaster, Mist. Okay, passiert. Hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Dann darf das ruhig wieder passieren. So, so, lösen wir einmal die Bremse. Warten, bis der Zeiger wieder auf der 5 ist. Dann können wir wieder aufschalten. Dann sind die Bremsen nämlich vollkommen gelöst. So. Da war der Wasserkreistaster schneller als ich. Naja, passiert. Nobody's perfect. So, 40. Und dann werden wir da vorne mal halten müssen. Und uns mal anschauen, warum wir überhaupt halten müssen, wer uns da im Weg ist. Irgendjemand ist auf unserem Gleisblock. So, das rote Signal müsste hier eigentlich gleich auftauchen. Hinterm Bahnsteig. Und dann schauen wir mal, warum wir hier halten. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines haltzeigenden Signals N verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten um Verständnis. Ich wiederhole, aufgrund eines haltzeigenden Signals verzögert sich unsere Weiterfahrt um ein paar Minuten. Dies ist kein Halt zum Ausstieg. Ich wiederhole, dies ist kein Halt zum Ausstieg. So, dann schauen wir mal. Der steht nicht auf unserem Fahrweg.
Da sind wir. Haben wir den jetzt rot? Da ist doch nichts. Ja, wenn du mir mal sagen würdest, warum, da ist nirgendwo jemand, der uns da irgendwie im Weg steht, Kollege. Ich sehe überhaupt nirgendwo einen, das ist doch nicht normal. Da, der wahrscheinlich. Dann entfernen wir den mal. Der ist mit Sicherheit. Aber so weit weg. Ja, anscheinend. Na egal, dann war's der. Gut, dann können wir ja weiterfahren. Haben uns befreit, dann können wir ausschalten. Hinten dran natürlich unsere BR101 IC-Expert. Das Schlussleuchten an. Das spiegelt sich doch in den Gleisen, aber irgendwie ein bisschen schwach, oder meine ich das nur? Was sagt ihr? Der hat doch Schlussleuchten an, ne? Ja, wenn man so schaut, doch, definitiv. Ach, keine Ahnung, warum das so. Boah, wir sind zu schnell. So, gleich 160. So, wie gesagt, erstes Etappenziel Dessau Hauptbahnhof. Und dann fahren wir über. Ja, Bitterfeld halten wir übrigens auch an. Da fahren wir noch übers Ruhrgebiet, halt dann nach Essen. Weil alle anderen Halte können wir leider, glaube ich, nicht nachsimulieren. Magdeburg, Braunschweig, Hannover. Düsseldorf leider auch nicht. Bielefeld nicht. Hamm nicht. Dortmund nicht. Dann Bochum, Essen wieder.
Aber dann wird das halt mal etwas kürzer heute. So, LTB, aber das hat ja bei dem Steuerwagen, glaube ich, nicht so viel zu sagen, wie ihr wisst. Wir fahren übrigens auf dem Gegengleis. Naja, dann wird das halt ein etwas kürzeres Szenario, weil wir können leider nicht alle Halte nachsimulieren. Mangels Strecke. Aber ich denke, das ist ganz okay. Ihr habt abgestimmt. So, 43 Kilometer noch bis Dessau. Zwischenhalt ist auf jeden Fall Bitterfeld. Können wir mal kurz schauen. Müsste ja hier oben irgendwo sein. Wenn man schon Dessau sieht. Da müsste das, was haben wir hier? Delitzsch. Da ist, glaube ich, Bitterfeld. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Oh, gelbes Vorsignal. Darum die Null auch bei der LZB. Dann macht Sinn. Das ist grün. So.
So, das wird also der erste Teil und im zweiten Teil fahren wir dann mit dem ICE 1944, wird das glaube ich sein. Ja, ne, 944 fahren wir dann ins Ruhrgebiet. So, hier ist Bitterfeld, hier oben. Hier. Ja. Da sind wir aber noch ein gutes Stück von entfernt. Wie gesagt, die Halte in Magdeburg und Braunschweig und Hannover können wir leider nicht einhalten, beziehungsweise nicht nachsimulieren, weil es die Orte einfach nicht gibt. Ich habe den Fahrplan einigermaßen nachsimuliert. Also 648 war Abfahrt in Leipzig und in Dessau wären wir eigentlich um 7.12 Uhr. Wir haben natürlich ein wenig Verspätung. Erstens, weil wir später losgefahren sind, weil wir dann die eine Zwangsa hatten und. Ein paar Langsamfahrstellen. Das spielt natürlich alles mit rein in die Zeit. Aber ihr merkt es, oder habt es ja vorhin gemerkt, trotz LZB haben wir natürlich das Phänomen, dass wir trotzdem zu schnell fahren, weil halt der Steuerwagen keine AFB hat. Und daran liegt es, die LZB hat im Steuerwagen im Prinzip keine Funktion. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Wieder mal gelbes Vorsignal. Mal schauen, ob sich das noch ändert. So, guckt euch mal die Geschwindigkeit da an, die wir gleich fahren dürfen. 257 km/h, das ist aber ein bisschen krumm, die Zahl, finde ich. Ist das realistisch? So, es scheint diesmal doch sich nicht zu ändern. So dass wir ein bisschen nachhelfen müssen.
So, bleiben wir erstmal bei 80. Was haben wir jetzt für ein Problem? Spinnt die LZB. Ah. Ach nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Was ist jetzt los hier? Jetzt haben wir. So, sind wir jetzt aus der LZB raus? Ja, deswegen. Okay. Gleiswechsel, deswegen wahrscheinlich auch das LZB-Ende, weil dann verstehe ich die 160 nicht. Die wären doch hier absolut fatal. Naja, lassen wir das. Warten wir einfach mal ab, bis wir uns befreien können, weil wir sind jetzt definitiv wieder unter PCB-Beeinflussung. So, können wir uns befreien. Dann können wir mindestens auf 60 aufschalten. Weil wir natürlich 60 zu erwarten haben. So, dann haben wir das auch soweit geklärt. Also die 160 habe ich nicht so ganz verstanden bei dem Gleiswechsel, weil das wäre definitiv in die Hose gegangen. Du kannst nicht mit 160 einen Gleiswechsel machen. Das war ein kleiner Bug, würde ich mal sagen. Das hat mit der Realität nicht viel zu tun gehabt an der Stelle. So, und die 60 erklären sich ab diesem Moment. Genau, nämlich hier der nächste Gleiswechsel. Das macht Sinn. Und so wäre das eigentlich auch richtig gewesen vorhin. Bei dem ersten Gleiswechsel am Bahnhof. Ja. Und Bitterfeld. Jetzt sag nicht, wir haben Bitterfeld überfahren. Scheiße, wir haben in Bitterfeld nicht angehalten. Da habe ich jetzt. Ah, egal. Das war Bitterfeld. Egal, lassen wir das. Dann haben wir Bitterfeld halt ausgelassen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich war so fixiert und so gespannt, dass ich das alles hinbekomme wegen der LZB, wegen der PZB und das alles. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass da Bitterfeld ist. Egal, lassen wir das. Das war jetzt blöd, aber kann passieren. Ich habe es wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass da Bitterfeld war. Egal, lassen wir das. Ist eh zu spät jetzt. Das ist jetzt eh zu spät.
So, wir bleiben bei 120, weil die da vorne eh wieder kommen, beziehungsweise jetzt bleiben. So, dann haben wir wieder 70. Das heißt, aufschalten brauchen wir nicht, können gleich abschalten bzw. bremsen auf die gewollten 70. So, sind wir auf die 70. Was steht da? Ein schicker RE. Ach, Halle Hauptbahnhof. Ne, ist die S8. Ah, okay. Wie gesagt, die nächste Folge wird dann mit dem ICE 944 stattfinden. So, können wir wieder 120. Und dann sind es noch 16 Kilometer bis Dessau, unserem ersten Etappenziel. Wie gesagt, das nächste Video findet dann
im Ruhrgebiet statt, weil wir einfach die anderen Halte nicht nachsimulieren können. Das gibt das Spiel leider nicht her. Naja, warten wir mal ab, was noch so für Strecken kommen. Als nächstes soll ja, wie gesagt, die Ludwigstalbahn kommen. Mannheim-Kaiserslautern. Bin gespannt, wann das soweit ist. So, was kommt denn da? Die Taurus. Übrigens, da werde ich vielleicht gleich auch noch ein Video zu machen. Es gab oder gibt einen neuen Soundmod für die Taurus. Auf der Seite www.trainsimcommunity.de und werde euch da, wie gesagt, auch noch gerne ein Video zu machen. Kleines Info-Vorstellungsvideo. Link dann wie gesagt in der Videobeschreibung. Während wir hier die letzten 9,5 Kilometer fahren bis Dessau Hauptbahnhof. Ihr habt entschieden, mit 56% hat sich das knapp durchgesetzt. Können wir mal kurz schauen. Also es sind also 47% nur noch, aber es ist wie gesagt immer noch das, was hier oder das mit den meisten Stimmen darunter oder dicht gefolgt von IC20, 46, IC73, IC724, Dresden-Köln mit 37% und schließlich Schlusslicht abgeschlagen IC42005 Hamburg-Essen mit 16%. Aber wie gesagt, diese Linie hier bzw. dieses Szenario Leipzig Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof mit dem ICE 71 und dem IC2156 hat sich mit 47% durchgesetzt. Ich habe das, wie gesagt, ein wenig abgeändert, weil mit dem IC, wir haben Rot, jetzt mal ein bisschen reagieren hier, mit dem IC 71 und IC 2156 hätten wir nur eine Haltestelle, das wäre Eisenach, das können wir ja sowieso gar nicht nachsimulieren. Und dann hätten wir auch nur das Ruhrgebiet gehabt. Also dann habe ich mir gedacht, dass wir wenigstens in Dessau halten können. Ändere ich dem ein wenig, nehme mal eine andere Zugpaar. Deswegen habe ich mich dafür den IC 2044 und den IC 944 entschieden. So, jetzt haben wir wieder grün, können wir wieder aufschalten, zumindest bis auf 80 erstmal. Wegen der aktiven 1000 Hertz Beeinflussung. Meine Güte. So, jetzt können wir uns befreien, dann können wir weiter aufschalten. Manchmal hat man es aber auch, ne, wenn man so Wörter finden will und hat irgendwie so Knoten in der Zunge. Also das ist schon manchmal echt verrückt.
So, es geht hier leicht bergab, aber 0,2%, das ist noch relativ entspannt. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit der Bremse eingreifen müssen. So, es dürfen gleich 130 fahren, aber gleichzeitig ein gelbes Vorsignal. Das sagt mir, dass wir das dann lassen mit dem Beschleunigen, dass wir dann eher bremsen, runter auf unter 85 und dann im Folgenden dann auch unter 45, weil wir ja dann sowieso in Dessau einfahren. Von daher erübrigt sich jetzt jedes weitere Beschleunigen, sondern wir können jetzt einfach weiter bremsen gleich und dann uns auf den Halt in Dessau vorbereiten. Es sei denn, wir haben vor Dessau noch rot, was mich irgendwie schon. Ja, wir haben vor Dessau noch rot, glaube ich. Oder ist das Dessau der kleine Hauptbahnhof da? Kleine Halt. Schauen wir mal. Es sind jetzt noch 1,9 Kilometer. Es könnte sogar sein. Jetzt ist das rote Signal weg, oder? Egal. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Dessau Hauptbahnhof, an Gleis 2. Über weitere Anschlüsse und Umstiegsmöglichkeit informieren Sie sich bitte an Bahnhof und hören den jeweiligen Lautsprecher Durchsagen zu. Wir verabschieden uns von allen, die hier aus- und umsteigen und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nach kurzem Aufenthalt wird sich dann unser Zug weiter. Fährt er eigentlich noch weiter? Das ist die große Frage, nicht, dass ich Mist erzähle. Nach einem kurzen Aufenthalt fährt unser Zug dann weiter Richtung Magdeburg Hauptbahnhof, Braunschweig Hauptbahnhof und schließlich Endstation Hannover Hauptbahnhof. Ich korrigiere Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das wäre jetzt schön, wenn wir jetzt wirklich bis Hannover durchfahren könnten. Das wäre so schön. Und dann den ICE 944 in Hannover übernehmen und weiter bis Essen Hauptbahnhof fahren. Das wär richtig nice. Aber das ist uns leider noch nicht vergönnt hier in diesem Spiel. So, damit hätten wir das soweit. Öffnen die Türen und dann haben wir hier Feierabend, weil hier wechselt das Zugpersonal. So, da wären wir in Dessau Hauptbahnhof. Öffnen denn hier die Türen schon wieder nicht? Oder tun sie das nicht? Das tun sie irgendwie nicht, warum auch immer. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. So, dann haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Dessau Hauptbahnhof.
kann ich denn hier keine Streckenkarte aufhängen? Naja, lassen wir das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich gebe zu, am Anfang mit der Zwangse, das war unachtsam, gebe ich gerne zu. Aber ja, sowas passiert halt. Wir sind sogar zu kurz, zu lang für den Bahnsteig noch. Hätte ich noch ein Stück weiter vorrollen lassen sollen, egal. Die meisten Wagen stehen drin. So, ja. Und der Zug macht sich dann gleich weiter auf dem Weg nach Braunschweig Hauptbahnhof, Magdeburg Hauptbahnhof und schließlich Hannover. Beziehungsweise erst Hannover. Doch erst Hannover, ne? Erst Magdeburg. Ja, erst Magdeburg, dann Braunschweig. Und ja, für uns endet hier die Fahrt. Das Zugpersonal wechselt hier. Deswegen dauert das auch ein wenig mit dem Aufenthalt. Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall Feierabend. Das war unsere Fahrt von Leipzig Hauptbahnhof bis nach Dessau Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenich Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.